Chandra Bedana, die Mondatmung, richte dich auf deiner Matte in einem Sitz deiner Wahl ein. Auf einem Stuhl kannst du natürlich auch Platz nehmen. Dann mitte dein Becken, indem du es vor- und rückkippst. Dabei richte deine Wirbelsäule angenehm auf. Gib einen sanften Impuls ins Brustbein, nach oben Richtung Decke. Schultern nach hinten unten senken. Entspanne dein Gesicht, während du deinen Scheitelpunkt nach oben Richtung Decke dehnst. Lasse dein Gewicht in dein Becken hineinsinken, ohne an Aufrichtung zu verlieren. Dann hebe deine rechte Hand, winkel Mittelfinger und Zeigefinger an, so dass Ringfinger, kleiner Finger und Daumen lang bleiben. Ringfinger und Mittelfinger also angewinkelt, ohne die Nasenlöcher zu verkleben, sondern nur durch sanftes Gegenhalten, verschließt du mit der Daumenspitze im Wechsel das rechte Nasenloch und mit der Ringfingerspitze das linke Nasenloch, indem du die Fingerspitzen wirklich nur leicht an den Nasenflügel positionierst. Das reicht, um den Luftstrom zu bremsen. Bevor du mit Chandra Bedana beginnst und um ein Durcheinander zu vermeiden, mache dir während dieser Atemübung, während dieses Pranayama immer wieder bewusst, dass du über links einatmest und über rechts ausatmest. Zu Beginn atme durch beide Nasenlöcher aus, dann schließe mit deiner Daumenbeere, also mit deiner Daumenspitze, den rechten Nasenflügel ganz sanft und atme links ein. Dann schließe mit deinem Ringfinger das linke Nasenloch und atme über rechts aus, indem du dort den Daumen löst. Links schließt du dabei wieder mit deinem Ringfinger, um danach wieder von vorne zu beginnen. Links lösen, dort einatmen, links schließen und rechts lösen, dort ausatmen. Links öffnen und einatmen, rechts öffnen und dort ausatmen. Nochmal vereinfacht, links immer wieder einatmen, rechts immer wieder ausatmen. Über ungefähr 5 bis 10 Runden Chandra Bedana. Dabei atme für ungefähr 4 Takte ein. Halte diesen Einatmen auch wiederum für 4 Takte. Und ausatmen kannst du über 8 Takte. Wenn du dich dabei in irgendeiner Form unwohl fühlst, dann atme wie zu Beginn in deinem ganz eigenen Atemrhythmus. Dann lasse deinen Arm in Ruhe sinken und spüre Chandra Bedana, der Mondatmung, nach. Genieße die kühlende Vertiefung deiner Atmung durch Chandra Bedana. Beginne deine Schultern von vorne nach hinten zu kreisen. Um die Sitzposition zwischendurch zu verändern, nimm den anderen Fuß nach vorn. Wenn es sich für deine Halswirbelsäule angenehm anfühlt, lasse deinen Kopf nach vorne sinken und pendel ihn sanft hin und her von rechts nach links, um die Halswirbelsäule zu mobilisieren. Eine Wohltat nach dem Sitzen.
Hebe deinen Kopf, bleibe aufrecht sitzen und lasse diese Atemübung nachwirken. Genieße diesen Augenblick. Dann öffne langsam, blinzelnd deine Augen. Schön, dass du mitgemacht hast. Mit dem Gruß an die Erde, siehe den Link hier oben, kannst du dieses Pranayama auch sehr gut verbinden. Über ein Abo und ein Gefällt mir deinerseits freue ich mich natürlich auch. Bis zum nächsten Mal.